Hartelijk welkom. Fijn dat u kijkt naar de eerste uitzending van Open Grensland. Of ook wel Offenes Grensland. Also, auch herzlich willkommen an unseren deutschen Zuschauer. Diese Talkshow gaat voor een gedeelte tweetalig plaatsvinden. Zweisprachig, Niederländisch und Deutsch. Diese Talkrunde betrifft alles wat relevant is voor de Duits-Nederlandse grensstreek. Ter sprake komen de voordelen van internationale samenwerking, de verschillen en uitdagingen, maar ook succesverhalen. Vandaag staat alles in het teken van kunst en cultuur. Kunst und Kultur. Es freut mich sehr, ins Gespräch zu gehen mit diesen spannenden Gästen. De Nederlandse kunstenaar Dick Evers, de Duitse Künstlerin Ursula Pankefelder, de Nederlandse Festivalorganisator Tom Ketelings und der deutsche Festivalorganisator Günther Zaluskowski. En daarmee is de tafel rond. Herzlich willkommen. Van harte welkom bij Open Grensland. Dadelijk gaan we het hebben over de festivalcultuur. Maar zuerst widmen wir uns dem Thema Kunst. Bei mir an Tafel zitten twee besondere Gasten. Die gebürtige Berlinerin führt seit 1980 ihr eigenes Atelier für Kunst und Design in Venlo. Ihre Installationen und Ausstellungen konnte man in vielen Ecken der Welt bewundern. Seit einigen Jahren beschäftigt sie sich als Foodbloggerin überwiegend mit Kochbüchern. Schön, dass du da bist, haben wir uns verabredet. Ursula Pankefelder. Dankeschön. Ook hebben we bij ons de Venlonaar Dick Evers. Hij runt vlak over de grens in het plaatsje Stralen een kunstatelier. Ik ga nu niet te veel verklappen, want we krijgen een mooie indruk van zijn manier van werken in het volgende filmpje. Kijkt u maar mee. Of ik terugkom naar Venlo, ja. Ik zei, ik woon daar en ik zou daar best wel nog wat willen doen. Alleen, ik merk heel sterk, in Stralen ben ik de popster. En in Venlo ben ik een van de kunstenaars. Evers runt hier aan de markt samen met Michelle van Asperen een kunstatelier. En dat leven als popster bevalt hem wel. Hij merkt dat hij gewaardeerd wordt door het Duitse stadje hier vlak over de grens. En het is gelijk drie keer zo duur, zie je dat? De eerste dag dat we open waren, 14 januari, kwamen ze van de cultuurring. En toen zeiden ze, die verlichting is niet goed. Mogen wij hier nieuwe verlichting ophangen? Ik zeg, wat wil je? Ja, mogen we dat doen? Ik zeg, graag zelfs. Dus ze hangen die hele galerie vol met verlichting. Ja, dat is een hele andere mentaliteit. Maar zoals gezegd, ik ben de popstar. En daar kijkt men wat meer tegenop. Burgemeester, bijna kind en huis hier. Die heb ik in de Houtstraat in Venlo nog nooit gezien. Hij is hier dus echt. Welkom, Dick. Hey, popster in Duitsland. Yes. Hoe verklaar je dat? Dat heeft te maken met de mentaliteit van de Duitser. De Duitser is in mijn optiek heel Nederlands-minded. En wij Nederlanders, wij zijn creatiever als hun. Ik werk sinds 1980 in Duitsland, veel projecten gedaan. En ik weet dat mijn grootste succes in die tijd was dat ik iedereen met de voornaam aansprak en doetste. En dat vonden ze prachtig. En daar is het verlengde, de popster van. Wat leuk. Ja. Ursula, erkennst du das, dass du als Popstar gesehen wirst, wenn du Kunst machst in den Niederlanden? In den Niederlanden bestimmt nicht, nein. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich mit hier wohne. Weil man kann seine Familie wundervoll unter dem Schirm der Öffentlichkeit großbringen. Die Kinder sind hier einfach Kinder. Mhm. Das bedeutet, du lebst als deutsche Künstlerin in Niederlande. Wo machst du denn, wo stellst du deine Kunst aus? Es gibt keinen besonderen Fleck. Die gehen international über die ganze Welt. Gerade eben zwei Ausstellungen beendet. Ich war Mitglied in der Biennale in Südkorea. Und ich habe gerade eine Ausstellung abgeschlossen in Heinsberg im Begershaus. Jetzt frage ich mich doch, weil ihr beide habt jetzt angesprochen, es gibt diesen Unterschied zwischen einem deutschen und einem niederländischen Publikum. Woraus, was ist denn da wirklich der Unterschied? Was macht das aus? Der Deutsche waardiert
unsere Art von Denken, unsere Art, ich, in meinem Fall, in deinem Fall weiß ich es nicht, von Freidenken. Du machst, was du willst. Und zum Beispiel, ich habe ein Kreuz, wo Jesus mit Duct Tape in die Galerie hängen. Die sind verrückt davon. Okay. Und warum? Um, dass du dich permittierst, nicht die geeignete, da bin ich Deutsch am Praten, nicht die geeignete Wege. Oh, wir begrijpen het wel. Ja, nicht die geeignete Wege zu lopen. Dass du als Nederlander schnell von der Weg afgaat. En zie je dat ook, siehst du das auch so? Ja, im gewissen Sinne ja. Ich sehe es jetzt an der Ausstellung in Heinsberg. Ich hatte dort das Bild der Lorelei von Begas komplett auseinandergenommen, habe das in Puzzle zerteilt und wieder neu zusammengesetzt. Und plötzlich haben die Leute gesagt, ja, aber, oh, ach so, sie ist Niederländerin. Jetzt frage ich mich aber trotzdem, ich frage mich gewoon af, heeft Nederland in Nederland dann Kunst noch wel een Kans, als het in Deutschland viel leuker ist, wenn es in Deutschland besser ankommt? Kann man in den Niederlanden noch mit Kunst ankommen? Ja, ja, absolut. Zeker, wir haben eine hele Kulturszene. Als je hier naar zum Beispiel de plaatsen gaat, waar de kunstacademies liggen, daar heb je een hele cultuur. Zien. Alleen de stap naar Duitsland is natuurlijk voor onze generatie makkelijker als de generatie die bijna geen Duits praat. Want die komt daar niet aan. Die kan die Engels, maar dan houdt het op. Ja? Und die Kulturszene in Deutschland ist sehr vielfältig. Wir machen nicht so viele Unterschiede in den Facken, in den einzelnen Fächern, sondern wir sagen mehr, das ist zumindest meine Erfahrung, ob ich in Nürnberg bin, in München bin, in Berlin bin, wo ich ständig bin, in Hamburg, da wird einfach gesagt, ach du, aus welchem Sektor kommst du? Und dann ist es nicht der Platz gemeint, sondern wirklich, in welche Richtung gehst du? Und der Unterschied, was man macht, wird nicht so, ach du malst. Nein, du bist Künstler, Punkt. Du bist Künstler, Punkt. Und jetzt kam kwam maar eventjes ter sprake, ja, maar de taal speelt wel een grote rol. Ja. Maar ja. Als ik denk, kunst is kunst, dat voel je. Nein. Vertel. Jawel. Nein. Also, ja, die Sprache, jij het eerst. Die Sprache is een großes Hindernis. Wir Deutschen haben oft nur Deutsch, vielleicht Englisch. Niederländisch liegt fern, Französisch ist fremd, Italienisch, oh mein Gott. Nein. Wir Deutschen haben irgendwie so unser Deutsches festgehalten. Schade drum. Und deshalb tut man sich dann aber umso freundlicher gegenüber denen, die mehr Sprachen sprechen. Ja, das ist schon mal schön. Und jij wou net sagen, van, nou, echt nicht? Of echt nee, wel? Es ist gewoon viel breder. Ja? En, de student tegenwoordig, ich habe 30 Jahre gedoseerd op de Kunstakademie, de student tegenwoordig, zeker de Duitse student, praat ook Engels. Maar het is meer, tenminste mijn succes is meer de mentaliteit. He, ik heb een project gedaan in Halle voor de Hessische Landesbank. Ik heb genoten. Ik toetwailleerde me met de hele voorstand van de bank. En als ik s'avonds om 3 uur in Leipzig in de discotheek stond, dan zeiden ze nog tegen elkaar, Herr Schulze Barco, willen Sie nog een bier? En tegen mij zeiden ze, Dick, Dick ook een pils. En dat is het verschil. Dat is ook het succes en het advies aan alle kunstenaars die Duitsland in willen. Ben jezelf. Mooie overgang, want we gaan het hebben over de verschillende landen, hoe ze met elkaar beter kunnen samenwerken. Ja. Een goed voorbeeld voor een succesvolle samenwerking is het project Grenswek. In de Achterhoek West-Münsterland vindt een uitwisseling plaats tussen Nederlandse en Duitse kunstenaars. Diese Ausstellung zeigt, wie die Kunstszene im Grenzgebiet sowohl kulturell als auch traditionell verbunden ist. Ja, wir wollen die Grenze ein bisschen weg haben. Die Grenze sitzt ein bisschen in uns Hoofd. Die Tentoonstellung ist in Samenwerking mit Kult in Frieden, also eine grensoverschreitende Tentoonstellung mit Künstlern von beiden Kanten von der Grenz. Wir zeigen 55 Kunstwerke, die über alle Kunstgattungen hinweggehen. Fotografie, Malerei, Grafik, Skulpturen von insgesamt 12 Künstlerinnen und Künstlern, 8 davon aus den Niederlanden und 4 aus Deutschland.
Ik hoop dat er heel veel mensen plezier aan beleven. Dat is natuurlijk voor de kunstenaars ook heel leuk. En het Museum Koelt is zo'n prachtig gebouw. Waarvan me opviel dat het eigenlijk nog niet heel erg bij iedereen bekend is aan deze kant van de grens. En dat is natuurlijk heel jammer. We zeigen regelmäßig Ausstellungen regionaler Künstlerinnen und Künstler. En ook regelmäßig Projekte, die grensüberschreitend erarbeiten. En deswegen jetzt dieses wunderschöne Kunstprojekt, das am 6. Juli eröffnet wird. Die Ausstellung Grenzweg können Sie vom 6. Juli bis zum 23. August besuchen. Ein Plezier für Jung und Alt. Es ist schon grappig, dass wir hier haben einen Deutschen in Nederland und einen Nederlander in Deutschland. Yes. Maar nou vraag ik me wel af, waarom ist ein Austausch auf Kunstgebiet zwischen den Niederlanden und Deutschland so wichtig? Es sind Nachbarn, die sich sehr nahe stehen, obwohl sie es nicht wahrhaben wollen. Und die Mentalität ist zwar verschieden, aber gegenseitig akzeptiert. Und das kann man nicht von jedem Nachbarn behaupten. Und deshalb, ich sage immer, man muss da anfangen, wo es am leichtesten geht, der Austausch, der internationale. Und das, sind wir ein Beispiel, gelingt doch perfekt. Siehst du das, siehst du das auch ja, so? Ja, es ist wel ein bisschen der Austausch. Zelf ja? Zie ik niet zo. Ik heb gewoon, doordat een vriend van mij een grote ruimte vrij had liggen en zei, wil je geen pop-up galerie beginnen, ben ik daar een pop-up galerie begonnen. Daar zit verder geen wisselwerking in. We staan met vier Nederlanders in die galerie. Maar wat voor mijn positief gevoel is, is de instelling van het dorp Stralen, van de stad Stralen. De burgemeester heeft me gecorrigeerd. Van de stad Stralen naar mij toe. Ja. Dat geeft je zo'n goed gevoel. Dat is veel beter als dat je 10 schilderijen verkoopt. En dat is mij. Maar echt een wisselwerking. Ik ga naar Duitsland, jij komt in Nederland. Zo'n, hoe heet dat ook weer, Artists in Residence of zo. Ja, dat zie ik niet. Zou je dat dan wensen, dat je in contact staat met Nederlandse kunstenaars in Nederland en met Duitsen in Nederland enzovoort? Of is het meer elke kunstenaar voor zich? Dan had ik het wel gehad, maar ik denk dat we de generaties die nu tussen de 20 en de 50 zitten, ja, die leven van de wisselwerking. Zijn publiek leeft van de wisselwerking. Ja. Die zitten heel anders in elkaar. Ik ben de tweede naoorlogse generatie. Wij hebben gewoon moeten vechten om er te komen. Ja, jij bent even ouder dan mij, dus jij ook. Of mocht ik dat niet zeggen? Toch, ja. Allemaal jong gebleven. Allemaal jong gebleven. Wat had zich denn over die jaren geändert? Bezüglich diese Zusammenarbeit oder Nicht-Zusammenarbeit? Was hat sich geändert? Bei mir war es natürlich so, dass von dem Sektor, wo ich hier auch noch sehr oft einklassifiziert werde, Textil, was ich auch studiert habe als Hauptfach, die breite Öffentlichkeit international doch mehr auf meine Installationen, mehr auf meine Projekte aufmerksam geworden sind. Und sich dann angeschlossen haben. Also wenn ich dann aufrief, ich habe hier ein Projekt bedacht, macht mit, kamen unheimlich viele Reaktionen und komischerweise sehr viel oder glücklicherweise sehr viel aus dem asiatischen Raum. Also somit kam für mich Japan und Korea ins Bild und ein reger Austausch, von dem ich heute noch profitiere. Aber die Grenzregion kam genauso. Dann kam jemand aus Aachen dazu, dann kam jemand aus Heinsberg dazu, dann kam jemand aus Strahlen dazu. Und plötzlich funktionierte das, vielleicht weil man gar keine Fragen mehr stellte. Was können die jungen Künstler nou von Juli, alte Hasen, in Nederland de oude haas? Nee? Nee. Nee, alte oude doos. Nee, wat kunnen we van jullie ervaring meenemen? Dat is niet zo makkelijk. Want dat is wat ik net een beetje aanhaalde. Ja. De mentaliteit. Mm-hmm. De kämpfermentaliteit. Het vechten. Het doorgaan. Want 2 jaar geleden stonden we op het punt om die galerie te openen. En toen ging het niet door. Naar voren kijken en doorgaan.
En we leven nou ja, een beetje in met pappen en nat houden generaties. Die moeten aan de hand genomen worden en ergens naartoe gebracht. En dan strepen ze dat door op de bucketlist en dan beginnen ze met de rest. En dan kom je als kunstenaar nergens. Het is natuurlijk ook de vraag wat je als doel zet als kunstenaar. Das ist es, genau, sich selbst mal endlich wieder Ziele setzen, ja, und für diese Ziele wirklich gehen, ja, und sagen, ich möchte gerne das erreichen. Heute heißt es, ich möchte das erleben. Nein, wir müssen wieder dahin gehen, dass wir sagen, ich möchte das und das erreichen. Und dann suche ich mir den Weg dahin, Schritt für Schritt, und fallen und aufstehen. Ich muss fallen können, ich muss dieses Gefühl erleben können, dass ich trotz Fallen gewonnen habe. Dank jullie voor deze echt motiverende woorden voor de kunst hier een beetje een zetje te geven. Geweldig. Ja, en dat brengt ons jetzt een kleine overstap van kunst naar cultuur. Ook die festivalbezoeker des Deutsch-Niederländischen Grenzgebietes is dus nur een katzensprong zu den festivals. Nur, wie bezahlbaar is das Ganze? Ich fand es vorher schon sehr günstig tatsächlich. Ich finde es immer noch fair und auch immer noch günstig. Also von daher, Traumzeit-Festival ist immer, ja, eine Empfehlung. Ist vollkommen in Ordnung. Also für die Tage, die man hier hat und für den Service und so, also prima, passt. Voll, das ist echt total fair, immer noch, ja, nach wie vor. Also wenn man das im Blick hat mit anderen Festivals, ist das ist ein Traum. Ja, das ist völlig in Ordnung. Man darf aber auch nicht übersehen, dass die Kosten natürlich unfassbar gestiegen sind, auch in der Corona-Zeit. Wir haben also gerade im Bereich Veranstaltungstechnik und Personal haben wir erhebliche Steigerungsraten, die gehen teilweise über 20% hoch. Und insgesamt haben wir so eine Kostenrate von 9%. Das Traumzeitfestival ist nach wie vor sehr gefragt. Das zeigt auch der diesjährige Ticketverkauf. Dieser lief deutlich besser als die Jahre zuvor. Wobei wir im letzten Jahr eigentlich schon eigentlich so die Corona-Ära beendet hatten. Wir waren im letzten Jahr schon im Ticketverkauf bei dem Stand von 2019, also vor Corona. Die Auslastung, die liegt so bei 90%. Und wir sind total glücklich eigentlich sowas. Das bietet genug Gesprächsstoff. Wir gehen nu over naar onze volgende Gasten aus der Evenementenbranche. Und die kennen sich super gut aus mit allem rund um Festivals. Onze Nederlandse gast is betrokken bij de organisatie van de Venlose festivals Feel the 50s en Stereo Sunday. Met altijd veel Duitse bezoekers en acts. Welkom Tom Ketelings. Etwas vergelijkbaar met Feel the 50s is die grote kaarshow in Grafrath. De organisator is nu ook hier bij ons te gast. Schön dat je daar bist, Günther Zaluskowski. Hallo. En ja, das bringt uns gleich hier mit dem Anfang. Im Film wurde gerade berichtet über die hohe Preisgestaltung. Wie ist deine Erfahrung damit? Das ist in Deutschland bei uns genau das Gleiche, wie das hier in den Niederlanden sein wird. Direkt nach Corona, die erste Veranstaltung, waren wir sehr überrascht, dass wir so gar keine Preissteigerung hatten. Aber ein Jahr danach, also voriges Jahr, hat uns das Ganze voll erwischt, wie der Beitrag gerade auch gezeigt hat. In dem Bereich 20% liegen wir auch. Obwohl wir haben alles langjährige Partner. Wir sind ja schon 17 bzw. 19 Jahre mit der Veranstaltung am Start. Und selbst die alten, langjährigen Partner mussten natürlich auch ihre Kosten anheben. Ja, ist ein Riesenproblem. Dem kann man nur entgegenwirken, indem man selber versucht, irgendwo zu sparen oder eben die Eintrittspreise anhebt. Okay. Betekent dat dat tegenwoordig de festivalbezoekers met een eigen broodtrommel daar naartoe moeten komen? Of welke oplossingen zijn daarvoor? Ja, het meest logische is natuurlijk de tickets verhogen. Je kunt de drankprijzen verhogen. En dat gebeurt natuurlijk ook wel. Want het is anders gewoon niet meer te betalen. Ik herken het helemaal. Het is zeker 20-25% duurder geworden. En wat is dat voor een invloed op het beleving van een festival? Ja, je wil natuurlijk wel altijd die beleving hoog houden. Hè? Want daarom komt een bezoeker naar het festival. Zeker bij festivals als Stereo Sunday, maar ook bij Feel the 50s. Dat draait allemaal om beleving. En daar wil je eigenlijk niet op toegeven. Dus moet je iets doen met de prijs. Sind die festivals denn heute kleiner wie früher? Oder ist es anders? Ist es nur das Geld? Oder gibt es auch andere Faktoren, die zu diesen Veränderungen
Ja, also ich kann es nicht bestätigen, dass wir weniger Besucher hatten im letzten Jahr, sogar mehr. Der Unterschied zwischen Field of 50s und unserer USK-Veranstaltung ist schon darin, kostenfrei, kein Eintritt, wir müssen Eintritt nehmen. Ne? So, das ist eine ganz andere Rechnung, die da aufgeht. Aber insgesamt gesehen kann ich nur sagen, der Zuspruch ist nach wie vor da, wenn nicht sogar im letzten Jahr größer geworden. Sowohl von den Teilnehmern her, weil wir haben ja einmal die Teilnehmer, die mit den Autos und Motorrädern kommen. Und dann haben wir den normalen Tagesbesucher. Da muss man unterscheiden. Und bei beiden habe ich keinen Einbruch feststellen können. Jetzt erfolgt ein Einbruch bei den Ausstellern. Die kommen, um ihre Waren anzubieten. Da haben wir in diesem Jahr momentan zumindest einen ganz niedrigen Stand. Wir sind ja hier im Grenzgebiet, gaat ja over de grens. Merken jullie daar verschil tussen hoe het Nederlandse publiek und das deutsche Publikum, ein Unterschied, wie sie reagieren zu den Festivalbesuchen, oder ist das alles gleich? Ja, da sind wel een verschil in, vind ik. Wat dan? Je merkt dat met, kijk, Field of 50 is inderdaad gratis. Daar zijn we trouwens wel naar aan het kijken om daar wellicht veranderingen te brengen, want het is gewoon echt niet meer te betalen. Dus dat, ik herken dat helemaal. Ik denk dat we daar volgend jaar echt iets aan moeten gaan doen. Maar je ziet wel iets in het uitgavenpatroon. De Nederlanders geven in verhouding, gemiddeld en bij beide festivals, geven ze meer uit op het terrein dan de Duitse gasten. Oké, en dat is niet omdat de Duitse gasten van helemaal van Dresden hier naartoe komen? Geen idee. Nee? Nee, dus, je merkt dat dus in jouw waarneming zijn de Duitse bezoekers een beetje spaarzamer. Bedoel je bij de drankjes? Of? Ja, bij de drankjes met name. En kijk, de meeste festivalbezoekers van Field of 50's, die blijven hier overnachten. Dus ik denk dat dat niet het verschil is. Mm-hmm. Maar ja, het is een andere, het heeft misschien toch iets met cultuur te maken. Geen idee. Kannst du das so bestätigen, dass das Deutsche, weil du bekommst ja auch niederländisches Publikum in deine Festivals. Ja. Geben die nach Gefühl oder in Verhältnis mehr aus wie die Deutschen? Empfindest du das auch so? Kann ich wirklich nicht so sagen, weil wir können das nicht so feststellen. Kartenvorverkauf bei den Tagesbesuchern sind weniger Niederländer als Deutsche. Bei den teilnehmenden Fahrzeugen können wir die Besucherzahl anhand der Kennzeichen feststellen. Mhm. Ja. Aber alles andere, was so im Catering-Bereich abläuft, kann ich keine Aussage machen, ob die Deutschen mehr oder weniger ausgeben. Insgesamt gesehen glaube ich also, oder weiß ich, dass weniger verzehrt wird aufgrund der hohen Preise. Ja, okay. Also sinnvoll ist es dann in jedem Fall, wel, dass wir alle beide Festivals, in welchem Land auch, genug bezoekers uit de andere landen kunnen trekken. Absoluut, ja. Nederlandse festivals trekken met succes altijd veel Duitse bezoekers en acts over de grens. Stereo Sunday is daar een goed voorbeeld van. Dancefestival Stereo Sunday in Venlo is naast het werven van bezoekers uit eigen stad ook druk bezig om zich op de kaart te zetten bij de Oosterburen. Door enerzijds wat te kijken naar ook wat is in de Duitse markt relevant. En we weten bijvoorbeeld uit de data dat hardstalnamen, die doen het in Duitsland altijd goed. En daar proberen we altijd wel met een schuin oog op die manier naar te kijken. Hebben jullie eigenlijk ook interesse in artiesten vanuit Duitsland? Nou ja, goed dat je het vraagt, want onze headliner dit jaar is Felix Jean en dat is een Duitser. En die heeft 1,5 miljard streams op een nummer op Spotify. Die is echt mega populair. Dus wat dat betreft is het antwoord ja. Maar grote namen kosten ook meer geld. We draaien online advertenties, volledig in het Duits, ook volledig getarget op de Duitse markt. Dat doen we dan met name in het Ruhrgebied. En daarnaast hebben we nog een linkje naar de Fonties hier in Venlo, waar ook heel veel Duitse studenten zitten. En ook dat is een ingang om de Duitse markt te bedienen. Ja, want hoe belangrijk is die Duitse markt dan voor een festival in Venlo? Ik denk wel heel belangrijk. We weten gewoon dat 10, 15, soms 17, 18% van de bezoekers uit Duitsland komen. En ja, dat brengt natuurlijk ook wel een extra inkomstenbron met zich mee. Alles is gewoon weer met 10, 15% omhoog gegaan dit jaar. En dat merk je. Günther, is dat vielleicht ook een idee voor dein festival? Große niederländische Act einzufliegen lassen, um dann auch niederländisches Publikum bei dir reinzuziehen?
Also wir haben sehr gute Kontakte jahrelang schon in die Niederlande. Ich habe jedes Jahr mindestens eine niederländische Band aus dem Bereich Rock'n'Roll, Boogie Woogie, weil die niederländischen Bands A, sehr viel günstiger sind und B, bessere Musik machen in meinen Augen als die Deutschen. Kostenfrage spielt natürlich, oder die Kosten spielen eigentlich immer eine große Rolle, ne? Aber die Niederländer, die spielen halt auch anders. Die spielen freier, die spielen fröhlicher, die nehmen das Publikum viel mehr mit. Die Deutschen sind halt so, ja, da musst du viel Technik mit einkaufen, da muss eine große Bühne her. Ist bei den Niederländern gar nicht gefragt. Die spielen alle, wie sage ich immer, mit kleinem Besteck. Ja, auch niederländische Aussteller haben wir sehr, sehr viele, die aus dem Bereich kommen. Vintage, Zubehör, T-Shirts etc. Und das niederländische Publikum holen wir uns auch seit Jahren über die niederländischen Medien, in erster Linie aus dem Printbereich. Natürlich jetzt in den letzten Jahren Social Media, Facebook ist klar. Ich selber bin in, glaube ich, mindestens 50 niederländischen Facebook-Gruppen vertreten, um unsere Veranstaltung da immer unterzubringen. Und das funktioniert sehr gut. Kenne ich auch aus der Vergangenheit von einer anderen Messe, also mit den Niederländern. Die Zusammenarbeit klappt vorzüglich. Es klingt nach Win-Win-Win-Win-Situation für dich. Bleib jij dann mit leeren Händen sitzen? Alle Nederlandse Bands sind lekker goedkoop in het buitenland. Hoe zit het voor jou? Nee, das ist exakt hetzelfde. Kijk, als ich nach Field of 50 kijk, dan hebben wir al jaren dat daar Duitse bands staan. Het percentage Duitse bezoekers is daar nog hoger. Ik denk wel rond de 30%. Dus dat is echt aanzienlijk. Geweldig. En voor Stereo Sunday, Felix Jan, ja, dat is een grootheid in Duitsland. In Nederland een beetje onbekend nog, wel met 1,5 miljard op Spotify. Maar ik denk dat dat ook weer een mooie manier is om de Nederlandse gast kennis te laten maken met een artiest die ze hier niet zo goed kennen. Dus het werkt twee kanten op. Dus wij trekken daar Duitse gasten mee naartoe, maar je brengt ook wat bij vanuit de andere kant. Klinkt toch als een perfecte combinatie van Duits-Nederlands festivalbezoekers met goede... Ja, je zei net van, we hadden het over talen. Is dat een barrière? Ja, muziek is natuurlijk, daar is de taal universeel. Ja. Dus ja, dat verbindt altijd. Ja. En af en toe dan spreek je mensen van en dan vraag je waar ze vandaan komen. Vorig jaar gasten uit Paderborn bij Stereo Sunday. Ja, hoe dan? Ja, dat is toch fantastisch? Ja. Ja, fantastisch. Hey, we gaan het eventjes afronden en ik wil nog één woordje van Elik. Wat willen jullie nog even aan deze ronde toevoegen? Ursula. Oh, nu ben ik de eerste. Moet ik gerade nadenken. Maar in totaal is het zo. Een goede raad aan de jonge generatie. Schaut, was wir gemacht haben, einfach nur um Inspiration zu bekommen. Nehmt euren Weg selbst in die Hand, setzt euch Ziele, geht dafür. Sehr schön, vielen Dank. En Tom? Ich denke, dass wir sind natürlich bei Stereo Sunday al vanaf Dag 1 haben wir die deutschen Gasten dabei betrokken, aber auch Organisationen in Deutschland. Destijds mit einer großen Organisation, Pollewiese. We hebben dat eigenlijk altijd gedaan. Het is nooit dat het ergens gestimuleerd moest worden door subsidies of om met elkaar te gaan samenwerken. Hè. De Fontys, de hogeschool hier in Venlo, daar zijn de afgelopen jaren komen die bij ons gewoon vrijwilligerswerk doen. Hè, met mooie decorstukken. Dan heb je het nog niet over de gasten die komen. Dus ja, ik denk, die grens bestaat volgens mij helemaal niet. Mooi, hartstikke mooi. Günther. Ja, was soll ich sagen? Ich bin eigentlich mit der Zusammenarbeit mit den Nachbarn sehr zufrieden, komme da immer sehr gut mit klar. Wir haben entsprechend auch viele niederländische Besucher, die immer wieder kommen, die auch andere mitbringen. Uns verbindet, wie bei Feel the 50s, die Musik, bei uns das gemeinsame Hobby, das amerikanische Auto, das amerikanische Leben und die Motorräder. Großartig. En het laatste woord voor jou, Dick. Ja, ik heb een tip aan iedereen die op dit gebied creatief bezig is. Act of dat er geen grenzen zijn. Mooi. Act of er geen grenzen zijn. Hartstikke mooi. Lieve kijkers, lieve Zuschauer, dankeschön dat Sie dabei waren. Das nächste Mal handelt sich um das Thema Landbau. Ich kijk er al naar uit. Zien we elkaar dan weer? Ja. Dit was, ja natuurlijk, dit was Open Grensland, Offenes Grensland. Bis zum nächsten Mal. En dat zeg ik ook tegen jullie. Dat was mooi. Dat ziet er...